Wait. Uh oh. How is that supposed to work? No. Yes, I love him. I'm about to have a mental breakdown. Hi Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und Freunde, heute beginnt endlich. By the way, ihr seht schon, I am all in the vibe, okay? Ich bin so drinnen. Heute beginnt endlich der Reading-Vlog zu Iron Flame. Und Leute, ihr versteht gar nicht, wie sehr ich mich auf dieses Buch freue. Aber Freunde, not gonna lie, ich habe auch wirklich unglaubliche Angst. Wirklich unglaublich. Weil ich habe diese ganzen Reaktionsvideos von den Amerikanern, die das schon gelesen haben, gesehen und... Da kommt was ganz Krasses auf uns zu, glaube ich, because all of them were just in shambles, okay? They were shattered, they were crying, screaming, throwing up, everything, okay? Und ich habe sehr, sehr große Angst und ich glaube, ich brauche so dieses XXL Multitulti-Kulti-Pack von Tempos, because Fourth Wing war schon krass. Was passiert in diesem Buch? Weil, original, Leute, ich habe das, by the way, als Taschenbuch natürlich, weil ich will es natürlich annotieren, Freunde, ich habe, wie ihr sehen könnt, großes Vor, okay, mit dem Buch? Natürlich. Ich meine, ich habe ja auch Fourth Wing so krass annotiert und das ist auch mein, ich glaube, heftigstes annotiertes Buch. Ihr versteht, was ich meine. Ich habe natürlich Iron Flame nicht nur in Taschenbuchformat, sondern so wie Fourth Wing, da seht ihr es, auch als Hardcover. Und das Geile ist, bei Hardcover, bei dem zweiten Teil jetzt, sind einfach Illustrationen im Buch. Und das sieht so, so toll aus. Wir haben hier einmal Xayden auf der Seite und dann hier Violet. Und das Krasse ist, über Xayden steht nämlich der Name von, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Jessenia. Ist es nicht Jessie. Nailward. Nailward? I don't know. Also auf jeden Fall eine Scribe-Freundin von Miss Violet hier. Und ich glaube, es passiert wirklich Großes, auch mit ihr. Ich weiß ehrlich nicht. Ich weiß nicht, was mich, was uns erwartet. Dieses Video wird so wie der Fourth Wing Reading Vlog eine Menge Spoiler enthalten. Okay, ich werde basically das ganze Buch Kapitel für Kapitel auseinandernehmen. Okay, so. Dicke Spoilerwarnung raus, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt und vorhabt auf jeden Fall zu lesen. Deswegen, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich freue mich so sehr, aber ich habe auch Angst. Damit ich aber anfangen kann zu lesen, Freunde, muss ich erstmal, so wie bei Fourth Wing, meine Charts zu den Post-its machen. Does that make sense? Deswegen habe ich auch extra Fourth Wing rausgeholt, weil ich wollte wissen, in was für Themen ich die Post-its unterteilt habe. Deswegen mache ich das jetzt auch für Iron Flame einmal und muss erstmal die passenden Farben raussuchen. So, ich glaube, that's gonna take a little while. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe auch meine Haftnotizen bereit. Das sind meine Haftnotizen. Also das sind die Farben, die ich benutzen werde. Ich finde auch, das passt eigentlich ziemlich gut mit dem Buch, oder? Ich meine, oben dieser Colourpop. Ja, das passt schon. Sieht gut aus. Und weil mich bei dem Fourth Wing Reading Blog sehr viele darauf angesprochen haben, also und gesagt haben, dass denen meine Themenbereiche sehr geholfen haben beim selber annotieren, dachte ich, sag's euch hier auch nochmal. Das sind basically dieselben. Es ist einmal Romance, dann Wow, oh my god, what the Moments, dann Quotes, Sad, Screaming Dirty, TikTok-Ideen und Funny. Und jetzt bin ich eigentlich bereit, Leute, ich habe mir auch meine Stifte bereitgelegt, also zum, wer ist das, Markieren halt, meine Kerzen, da steht alles bereit, Leute, I don't know. Ich habe, wie gesagt, ich habe schon Angst, weil ich weiß halt nicht, was auf mich zukommt, gell, und die ganzen Leute, die so geheult haben, ich bin sehr gespannt, ich habe auch so Angst, aber ich würde sagen, ich fange jetzt an, Freunde. Ja, let's start. Oh mein Gott, erstens Iron Flame. Sieht so toll aus. Die hat so viel verändert. Oder halt dazu gemacht. Whatever. Obwohl ich ehrlich sagen muss, das verstehe ich immer noch nicht so richtig. Fourth Wing, all other wing structure is identical. Wing Leader, Executive Officer. Ist ja basically alles gleich aufgebaut. Well, whatever. Ich habe Angst. Aber okay. Wir beginnen, Freunde, wir beginnen.
Leute, es fängt halt basically direkt an mit dem Bruder. Also genau wo Fourth Wing aufgehört hat, fängt das Buch an. Das ist so toll, because we're not missing anything. Und dieses, sie findet selber so unglaublich surreal, was passiert. Und es ist direkt so, man ist direkt in ihrem Kopf, weil für uns ist das, also für mich ist das so surreal, was gerade passiert. Und für sie direkt auch. Das ist so, ach, I love her. I love her so much. Ich bin so gespannt, was das Buch alles bringen wird, Freunde. Oh my god, I'm so excited. Ich will jetzt schon weinen. Ich will jetzt schon weinen. Tyrion oder Tyrion ist endlich aufgetaucht. Oh my god, direkt zweite Seite. Ich warte nur, bis Andana kommt. Leute, habt ihr das by the way mal gesehen? Es ist so süß, ich kann nicht. Andana ist wirklich... Ich kann nicht. I love her so much. She's so cute. Ich weiß, sie soll anscheinend in diesem Buch älter sein. Ich habe Angst, because I love my baby Andana. Oh mein Gott, Leute. Ich kann es kaum abwarten, bis sie endlich kommt. Vor 2 Sekunden gesagt, ich warte drauf, bis Andana kommt. Leute, eine Zeile drunter, Andana. So she's basically asleep, because she used all her energy to, you know, fight in a battle. Das Ding ist, sie sagt auch, there's no response, also keine Antwort von Andana. But I feel the shimmering bond between us, though it's no longer golden like her scales. Does that mean she's older now, so they're not golden anymore? Leute, ich habe 2 Kapitel. 2 Kapitel gelesen. And there is so much going on. Der Bruder? Okay, ganz süß, to be honest, ganz süß. Violet's Verhalten is so relatable. So relatable, because she misses her brother. Es ist immer noch so surreal für sie, aber sie ist richtig sauer auf ihn, weil... Obvious. Xaden. The way she still talks, also thinks about him actually, not even talks, aber the way she thinks about him und wie er sie so beschützt, weil er auch hier im letzten Buch geschworen hat, dass er es wieder gut macht und dass er ihr Vertrauen wieder gewinnt und so. Ich bin so gespannt, was passieren wird. I don't know. Und die haben auch Dings erwähnt. Liam. Ich kann nicht. Und das Ding ist, Leute, ich muss euch auch ehrlich sagen, ne? Eine Sache habe ich nicht so ganz verstanden, ne? Aber ich hoffe, das klärt sich gleich auf. Oder halt im Laufe des Buches auf jeden Fall. Andarna. Ich weiß, die meisten, ich habe es auch vorhin erst gesagt, für 5 Minuten, dass Andarna groß wird. Sie ist groß. Sie ist groß. Also nicht ausgewachsen groß, aber sie ist größer. I can't. Ich liebe sie. Ich bin richtig gespannt, was mit Andarna sein wird. Because sie ist nicht ohne Grund auf einmal so groß geworden. There is a reason for it. Also ich glaube, ihr neuer Charakter basically, also dass sie jetzt sie ist ja kein Baby mehr, sie ist ja jetzt eine Jugendliche. Schon auch voll krass, ne? Sie ist von Baby auf Jugendlich einfach gesprungen. Egal. Es gibt einen, ich glaube, richtig großen Grund, warum das passiert. Und ich bin richtig gespannt auf ihre Kräfte. Weil jetzt kann sie ja nicht mal die Zeit stoppen. Ich liebe es, wie direkt Xaden manchmal ist. Violet, also ich bin gerade bei Seite 46, das ist Kapitel 5. Erstens, die Bücher, ich lese die so langsam, Leute. Ohne Witz, ich lese, glaube ich, mehr als eine Stunde schon. Ich bin noch nicht mal bei Seite 50. Ist egal. Violet, so, ist ja sauer auf Xaden. By the way, die sind wieder back. Back beim Basgiat, Collage und Dane, that mother freaking bitch, literally tried to get near Violet. He had the nerve. He had the nerve to really try to get near Violet. And she said, no, I'm a bad bitch. If you touch me, I'm gonna kill you, Dane. Dane Aethos or something. Bad B. Violet ist eine Bad B. You cannot tell me differently. Auf jeden Fall, Violet ist sehr sauer auf Xaden. We all know.
Und Zayden ist gerade dabei, it was graduation, everything. Und Zayden ist gerade dabei zu gehen und Violet begleitet ihn mit raus. Und sie sagt so, ja, weil Xayden muss ja weg. Und er meinte so aus Spaß ein auf, unless you have a offering, unless you offer a place in your bed or something like that. Und dann meinte sie, no, I don't sleep with men, I don't trust und so bla bla bla. Und dann meinte er, you don't need full disclosure, bla bla bla. And don't worry about the bed, we'll get there. No, we'll get back there. I know you will. I know you will. Oder? Ich glaube, ehrlich, ich bin gerade literally ganz am Ende, also von Kapitel 4. No, 5. Und wie sollen Tyrion und Scale so lange voneinander entfernt, getrennt sein? How is that supposed to work? Oh mein Gott. Liam's little sister just joined Parabet. Parabet. Why? Why they gotta do me like this? Why they gotta do me like this in school? I can't. Why is she mean? She made it. I whisper up to Liam. Ich wollte nur ganz kurz eine Pause einlegen und durch TikTok scrollen. Guess what? I saw a spoiler. Und ratet mal, was dieser Spoiler gesagt hat. Es war ein Interview von dieser Autorin. Und sie hat einen kleinen Spoiler gegeben zu einer Sache. Sie hat nur einen Satz gesagt. And I reached for Dane's belt buckle. No. Nadine just got killed. What in the... There was a first year. Und er hat nach Violet gefragt. Und Nadine hat... Okay. Hat sich als Joke als Violet ausgegeben because of the purple hair and Violet, purple hair, whatever. He just snapped her neck. What the actual fuck is going on? Checkt ihr, hätte das Nadine nicht gemacht, wäre Violet jetzt tot? He would have killed Violet like that. Snapping her neck like that. Okay, also... Violet wurde angegriffen. Von diesem First Year. They went into a 101 and she killed him. I mean, good for her. Aber jetzt ist Nadine... tot. Und Violet ist natürlich, she died because of her. So versteht ihr, was ich meine? So, Liam, Nadine. Ich habe das Gefühl, dass sich Violet irgendwann so abschatten möchte, so entfernen möchte, distanzieren möchte von all ihren Freunden, weil sie halt wirklich den so, ich weiß nicht, sich so fühlt, wie als würden alle nur für sie sterben. Nur, also, ich glaube, Nadine hat das halt wirklich einfach nur so aus Joke gemacht, halt aus Witz so gefühlt, aber so, ich glaube, es war gar nicht so ihre Intention, irgendwie Violet damit zu schützen, sondern sie war einfach nur so, she's just like that bubbly girl. And she died. Danes Vater hat den Typen einfach geschickt. Was ist los mit dieser Dane, dieser Aetos-Familie? Warum sind alle so... Hey, ganz kurz, the way she took that first year und so wie er beschrieben wurde, war er a heavyweight, big, bulky guy. And she's a small little girl. She's a small little girl. So, das war echt cool. Also, her power
By the way, her power. Irgendwie hat doch Tyrion am Anfang irgendwas richtig Geiles gesagt gehabt. So, Leute, es ist nämlich Seite 6 direkt. Und zwar sind die da in diesem Raum, diesem Besprechungsraum. Und Violet denkt sich, but I bet Xaden is the most powerful in the room given their silence. Okay, also, und dann sagt Tyrion in Violets Kopf, for now. I don't know what you thought in that moment, but what I thought is that Violet is going to be the most powerful, not only writer, but I guess, like, doch writer or like person in their world, I don't know, but I feel like, of course, ich meine, es ist ihr Buch, ne? At the end of the day, she's going to be the most powerful one. Deswegen, ich glaube, in ihr schlummert noch ganz schön viel Kraft. Leute, wie viel habe ich schon aufgenommen? Ich bin noch nicht mal bei Seite 100. It's gonna be a 3-hour video. Oh my god, friends, they are flirting, Gion, and they're talking about destroying ihre Möbel. Angefangen über Andana zu sprechen. I don't know what that bitch of a Warish wants from Andarna, but if anybody touches that baby, I will fucking riot, okay? I will fucking riot. Nobody touches Andarna. Leute, nein, das ist kein Spaß mehr, weil die sagt auch davor, if the professor of dragonkind knows about Andarna, we are screwed. Why screwed? Why is she supposed to be hidden? Versteht ihr, was ich meine? Warum muss man sie verstecken? Warum muss sie geheim bleiben? That is my question here. Ich merke gerade, Leute, immer wenn ich englische Bücher lese, ich könnte dieses ganze Video nur auf Englisch drehen. The feather tale I've heard so much about, I was hoping to see her for myself. Why? I don't trust that. No, I don't trust him. Your father was writing a book on feather tales, dragons which hadn't been seen in hundreds of years, and then you ended up bonding one. Oder, then you ended up bonded one. Ist doch egal. Ich habe Angst um Andana. Ich habe Angst um Andana. Catriona. Wer ist Ich glaube, Bodhi hat sich ein bisschen versprochen. I think I'm gonna grab a tea or something. Und we'll see, ob jetzt, wo Violet zu Xaden fliegt, if they're like going to start something, you know what I mean. Leute, ich weiß, großer Zeitsprung, aber we're on the next day. Und Leute, I am finally on the page where they finally get together again. Oh my god, ich kann nicht mehr. Sie sagt einfach zu ihm, also sie sagt sich im Kopf, I cannot kiss this man, I cannot. Check das mal, weil sie ist ja so im Struggle, because du siehst ja richtig sauer auf ihn, okay? Und sie ach, ich weiß es nicht. Und dann sagt sie zu ihm, hypothetically, if I wanted you to kiss me, but only kiss me, I start. His smile was on mine before I even finish. So, he was in it! Und Leute, das Ding ist, die haben so... okay. Er meinte so zu ihr, weil sie hat nicht gesprochen, okay? Sie hat ihn nur angeguckt und sie hat einfach nicht gesprochen zu ihm. Und er meinte zu ihr, okay, ich bin so kurz davor, so just... What did he say? I'm 3 seconds away from carrying you up to my bedroom to continue this conversation. Und dann sagt sie so, no, you, me, bed, not a good idea, too tempting. Und dann sagt er einfach, as I remember, which I do often, we don't always need a bed. God bless. Oh my god, no, guck mal. Xaden beweist sich einfach schon wieder so sehr als Book Boyfriend. I cannot handle it right now. I literally cannot. What in the f- Oh my god. I want those 3 little words back. Take me. Fuck those 3 little words. I'll give you every word you want.
He's so respectful! I am in love with him. Honestly, the way he talks... Diese letzten Kapitel. Es ist so viel passiert. Die wurden... Was ist... Die mussten irgendwie... Die wurden in den Wald gesteckt oder sowas. Habe ich es richtig verstanden? Und da mussten die aus diesem Wald irgendwie entfliehen und hatten aber nicht mal diese Drachenverbindung. Das wurde denen einfach genommen und... Ich meine, Tyrion konnte Scale sehen, aber Violet nicht Xaden und Xaden auch nicht Violet. Und Violet meinte am Ende sogar irgendwie... Tyrion meinte zu ihr, we'll see them in a week. Und sie denkt sich, so why does every instinct I have scream we won't? Ist Violet auch noch gerade so ein bisschen... Well, she lost it. So, die hat die ganze Zeit diese ganzen Emotionen, diese Trauer, so, die hat sich die ganze Zeit aufgestaut und jetzt hat Rhi sie angesprochen, so basically. Und sie ist einfach so... She just bursted. Like that. Und alles, was sie gesagt hat, dieses You don't see it every time you try to sleep. You don't hear him begging you to take care of Sloane. You sure as hell don't hear Day scream. Wie sie über Liams Tod gesprochen hat. Ach, Violet, mein Herz. Freunde, ganz kurz. Wait! Mir ist original in dieser Sekunde gerade aufgefallen, dass, oh mein Gott, nein! Oh, also ganz kurz Recap. Ich fange jetzt mit Kapitel 21 an und mir wurde gesagt, dass ich bei Kapitel 21 schon, da geht's schon ab. Also jetzt passiert anscheinend irgendwas richtig, something crazy, okay, I'm afraid, I'm literally afraid. Und das Ding ist, ganz TikTok, American TikTok ist die ganze Zeit ausgerastet wegen Kapitel 25. Ich bin so nah. No. Way, Dane möchte mit Violet sprechen, okay? Und Violet sagt nein. Of course, hello. Er, it's his right as a wing leader. Und die, also Dane, lässt sich aufrufen, um mit Violet zu kämpfen. What a bitch. Some shit about to go down. They are all about to get into interrogation. Und die werden gefoltert, um Geheimnis zu erfahren. Oh! Oh mein Gott. No, there's no way. Jetzt weiß ich, was alle mit Kapitel 25 haben. With fucking Chapter 25. Wie? Warum? Sie bringt einfach Jack zurück. Sie bringt einfach Jack zurück ins Leben. Oh my God. There's no way. There's no way. Er wird nicht locker lassen. Er hat nicht daraus gelernt. Er ist kein besserer Mensch geworden. Es ist immer noch Jack. Er wird sie umbringen. Und vor allem, weil er auch jetzt ohne Witz... Oh, ich hab bestimmt mein Buch demoliert. Egal. Er hat sie ja jetzt auch, wo er vorne stand und wo es so... Es wird ja sogar groß gesagt. So, oh mein Gott, they healed him. They mended him. Whatever. You could have... left him dead. You could have left him dead. Just saying that. Und er steht auch noch ganz vorne, dreht sich um und direkt Augenkontakt mit Violet. Leute. Oh my. Everything that just happened, I cannot. Ohne Witz. Also, in der Stadt, wo Xaden gerade ist, war ein Angriff und es hieß, dass eine Person richtig stark verletzt ist und of course it's Xaden. Oh. Of course it's Xaden. So. Violet fliegt hin voller Sorge und sie findet ihn
am Kämpfen mit Garrick. He's okay, he's fine. She thinks, okay, aber er war wirklich verletzt. They get together. They both finally cave, honestly. Und jetzt sind die zusammen. Oder halt Fortnite. Love them. I can't. I love them so much. I can't. Aber Leute, das Ding ist, ich kann es nicht glauben. Ich liebe die beiden so sehr. Die haben ja anfangs, also diese Just Kissing, No Touching Rule, okay? Durch Xayden. Und Xayden meint ja, okay, da erst, ne, wenn er diese drei Wörter von ihr hört. Meaning, I love you. Er will hören, dass sie ihn liebt, okay? Aber sie ist natürlich nicht bereit dafür, okay? Sie vertraut ihm null und gibt ihm die drei Wörter, I need you. Anfang stellt ihn das sehr absolut nicht zufrieden, okay? He's like, not into it. Aber, also, er will I love you hören. Aber she demands it, okay? That I need you is the only thing she can give him right now. Und he caves. He caves and they go feral. Für heute werde ich das Buch jetzt auch schließen, Freunde, because they're on their way to drop some daggers. Und das Kapitel endet gerade eigentlich sehr gut, um aufzuhören. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Und Leute, ich lese morgen weiter. Ich bin so gespannt, because they're gonna drop off the daggers. Und Tyrion ist, glaube ich, gar nicht erfreut, was das angeht. I'm excited. I'm really excited. Leute, es ist so bis jetzt. Ich habe mein Buch schon so geknickt. Freunde, es ist der nächste Tag und ich sag euch ehrlich, ich bin ein bisschen indecisive, weil ich weiß nicht, ob ich weiterlesen soll jetzt, weil ich nämlich in ungefähr einer Stunde raus muss. Und das Ding ist, ich weiß nicht, was kommt. Es kann jetzt wirklich so was Krankes einfach kommen, dass ich komplett heulen muss und mich aufregen werde und so. You never know mit der Fourth Wing Reihe. You never know. Und vor allem mit dem, was wir jetzt rausgefunden haben, dass Jack alive ist und Xayden and Violet got back together again. Stuff is gonna happen now, okay? Stuff is gonna happen now. Deswegen, ich werde anfangen, wenn ich merke, okay, nein, aber das, nee, egal. Dann muss ich mich halt nochmal fertig machen, wenn ich anfange zu heulen. Oh, Leute. I don't know. Ich muss aber weiterlesen. Ich muss auch wissen, wie es weitergeht. By the way, mein Pullover. Seht ihr, was da steht? Da steht Wing Leader. Ich bin Xayden. Ich musste gestern voll lang noch drüber nachdenken, warum Dane nicht, also nicht Violet nicht angefasst hat bei diesen Interrogations. Ich hoffe nicht, dass er irgendwie so einen Twist bekommt oder so einen Twisting Point. Was ich jetzt meine, so dass er sich verändert und so, dass er jetzt der Gute wird oder so, dass er jetzt sagt, okay, you're my best friend, you've always been my best friend und so bla bla bla. I'm going to protect you. Und nicht mehr ausspionieren und so. I don't know. Because I feel like he regrets it a little bit. Und er vermisst sie. Weil sie sind ja auch schon seit der Kindheit beste Freunde und so gewesen. I don't know. Ich lese jetzt auf jeden Fall weiter. Und wir werden sehen. Aber ich habe echt Angst. Ich habe wirklich Angst. Egal. No, I'm afraid. da steht by the way auch. Da steht Flame Squad. Und da steht Fourth Wing. Wir sind ja gerade bei dieser Abgabe von diesen ganzen Weapons or something, okay? Und neben dieser einen Greifen-Rider-Mädel steht ein anderes Mädchen. Und wie Violet sie beschreibt und wie sie dieses Mädchen Xayden anguckt, scheint so, als wäre da irgendwann mal was gewesen. Ist das diese... Wie hieß sie? Katharina? Katriona hieß sie, glaube ich. Die... Xaydens Cousin am Anfang erwähnt. Nicht am Anfang, aber so vor 100 Seiten nur so erwähnt hat. Aus Versehen erwähnt hat. Oder? Die hatten was. Ist das... Oh my gosh. Weil diese Katriona von Anfang, dieser Cousin erwähnt hat, die wurde nicht einfach so erwähnt. There is something going on, okay? Sie hat einen Grund in diesem Buch, einen großen Grund. Und basically... I think we're gonna see Violet be jelly. Ich wusste es. Das ist diese Katriona, von der Bo die gesprochen hat. Ich wusste es. Und dann meint Violet jetzt hier unten,
Oh God, the way she'd looked at him wasn't just longing, it was memory. They were in a relationship. ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. I'm literally shook, okay? Also, Violet opened up. She told everybody and everything, okay? Also, diese Vierergruppe. Varish! Warte, da gibt's einen Typ mehr, der war sehr korrekt. Who is that again? Kaori? Wer? Who? I like him a lot, weil die waren ja am Violet durchsuchen und so und auch die Jacke und so. Und es war so cool, ich wusste von Anfang an, Free hat bestimmt dieses Messer, diese Dagger rausgeholt. Safe. Als sie gesagt hat, das fehlt, ich war so, it's her, 100%, because she can. So, it was her. Varish, I don't like him at all. Who is that? Why is he like that? Aber dieser Kaori, I like him a lot. Weil Varish überschreitet his power. Weißt du, was ich meine? No, he's not using his power like right, okay? As the major, no. Und dann sagt Kaori zu ihm, are you accusing me? Nein. Varish sagt zu ihm, are you accusing me of abusing my power where this cadet is concerned? Also Violet, where Violet is concerned. Und meint einfach, oh no, I think you abuse your power in general. Yes, I love him. Was passiert gerade? Erstens, richtig, richtig cool. Sloane, also Liams Schwester, hat ebenfalls ein Red Dragon Tail bonded with one, just like her brother. Ich kann nicht. Violet sollte Enya oder Aya ablösen gehen. Die wurden angegriffen. Aya ist tot, oder? I feel like Aya ist tot und die waren so kurz davor, Violet umzubringen. But somebody killed the last guy. Und jetzt bin ich bei Kapitel 31 und oh my God. Oh. Oh my God. Jack war derjenige, der Violet gerettet hat. He saved her. Why did he save her? Jedes einzelne Taschentuch, was ich im Zimmer finden konnte, I took it. Ich habe so Angst, ihr versteht gar nicht. I'm so afraid. I feel like I'm about to have a mental breakdown. What just happened? Die haben zwar jetzt die Journals, aber Nolan is a traitor? Freunde, ich habe Kapitel 35 zu Ende gelesen und there was so much going on. Ich kann nicht. Leute, Violet wurde gefangen genommen von Varish, because she stole the journal. Dane showed up und ich dachte, er wird sie umbringen. Ich dachte so sehr, er wird sie umbringen. Aber erinnert ihr euch, wo ich am Anfang des Videos gesagt habe, dass es sein kann, dass Dane sich zum Guten doch wechselt? Dass er so sagt eventuell, okay, you're my best friend und so, I trust you und so. Ich check dir. He turned good. He saved her. He literally killed Varish. Okay, und diese Nora, oder wie auch immer sie hieß. Diese, die Lügen ertappen kann, wie auch immer. My brain. Wir haben schon so spät, Leute, aber ich werde weiterlesen. Ich kann jetzt nicht aufhören. There's no way. Weil ich auch einfach weiß, dass Part 1 bald endet. Part 1 vom Buch. Das Wichtigste! Das Wichtigste in diesem Kapitel. Oh mein Gott, I'm gonna cry. Ich will nicht weinen. Ich habe das ganze Kapitel durchgehalten ohne weinen. Ich will jetzt nicht weinen. Violet, als sie gefoltert wurde, hat sich richtig an Liam festgehalten, okay? Sie hat sich so in die ganze Zeit vorgestellt und so. Und dann meinte sie an einer Stelle so, no, that this cannot be real. Und dann meinte halt er. Und Liam meinte jetzt, okay, maybe that's just a hallucination. Oder, also, or maybe Malik sent me as a kindness.
I'm not wandering, Violet. I'm exactly where I need to be. Sie hat sich so an Liam festgehalten. Ich kann nicht. And Liam saved her. Warum müssen sie Jack wiederholen? Holt doch Liam wieder. Hol Liam wieder. Scheiß auf Jack. Wer ist Jack? Lass Jack sterben. Jack can go. Hol Liam zurück. Ach, Liam. Okay. Das letzte Kapitel. What was going on? I can't. Violet's mom somehow ist korrekt gewesen gerade. Sehr korrekt. Was ist los mit Andana? Das ist meine größte Sorge. Was ist los mit Andana? She's sleeping. Dass sogar so die Elders said, like, they never seen anybody in adult sense, sleep that long. Und Xayden hat so eine schöne... Ich hab das alles markiert, seht ihr das? Die hat das alles markiert. Leute, das ist Xaydens Liebesgeständnis. I love him. I can't. Leute, ich bin jetzt offiziell bei Part 2 vom Buch. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause. Ich bin jetzt, ich glaube, bei der Hälfte vom Buch tatsächlich. Last thing, ich habe das komplett vergessen. Leute, ich habe doch vorhin gesagt, dass Dane diesen Varys umgebracht hat. He didn't. He was still alive. Und Dane war danach, also nachdem halt Xayden kam und so, war Dane kurz davor, ihn umzubringen. Und Xayden meinte so, no, not you. Violet should do the honor if she wants. Und sie so, she wants. Und Violet killed that bitch. Violet. Okay, es ist, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, der nächste Tag. Beziehungsweise der übernächste Tag, weil ich habe gestern nicht gelesen. Ich weiß nicht, zu welchem Kapitel oder Szene oder whatever das letzte Video, der letzte Clip halt jetzt war. Ich habe aber echt eine Menge weitergelesen. Eine Menge. Und ich bin jetzt da, wo die angegriffen werden von diesem Wyvern. Und Riddock wurde angegriffen. Er ist schwer verletzt und so. Ich bin auch jetzt bei der Stelle, und deswegen habe ich das Video direkt angemacht, weil ich bin... I'm baffled, okay? Ich habe doch Anfang des Videos irgendwann erwähnt gehabt, dass ich einen Spoiler gesehen habe bezüglich einer gewissen Stelle, wo die Autorin das geteased hatte mit, wo Violet meint, and then I reached for Dane's belt buckle. So, also für sein... She reached to his Gürtel, okay? So. Ich war da schon, okay, warte, es kann komplett aus dem Kontext gezogen sein. Sie kann es wirklich richtig misleading jetzt sagen, okay? Weil was wir uns alle denken, ne, wissen wir, ne? She's gonna hook up with him. But no. No. Diese Frau hat Promotion. Ich glaube, die hat da richtig Training bekommen, weil Leute, wir haben alle... Mit alle, wirklich alle, mit denen ich, also die diesen Teaser, wie auch über Spoiler auch gehört haben, gesehen haben, mit denen habe ich darüber geredet und wir alle haben dasselbe gedacht. Und das Ding ist, durch diesen Angriff von diesen Wyvern und diese Mauer, die eigentlich, wie auch immer, überklettern mussten, whatever, hat sich ja Violet sehr verletzt. Sie hat sich ja basically die Schulter ausgekugelt oder irgendwie sowas. Und, Dane hat ihr die Schulter wieder eingekugelt und dann halt mit dem Gürtel so halt befestigt, damit es halt so fest ist, ne, in so einem Winkel, mit seinem Gürtel. Und jetzt steht da, I reach for the buckle of Dane's belt and carefully pull the leather aside to slip my arm free. That's the sentence. Das ist der Kontext. So... Das Ding ist aber, Freunde, Andarna, I knew something was wrong, weil dadurch, dass sie ja so schnell erwachsen werden musste und so und jetzt durch die ganze Reisen und so, ist halt bei ihr dieses Adolescence nicht richtig ausgeprägt wie normal. Und deswegen stand da irgendwo, dass Andarna... She's gonna fly, but she will never bond with a rider.
She'll fly, but she'll never be. She'll never bear a rider. Das hat Tyrion gesagt. Tyrion. Ich bin gerade richtig Dings, weil wo ist Xaden? Xaden, Baby, where are you? Ich bin sehr weit gekommen beim Lesen. Ich bin jetzt bei Seite 503, mir fehlen noch 120 Seiten ungefähr. Und ich bin gerade bei der Szene, wo die in diesem Tunnel sind. Ich glaube, that's a tunnel. Oder halt diesem Berg, I don't know. Und Solas, also der Drache von Varys. Violet killed Varys, by the way, falls ihr das schon vergessen habt. Solas hat die gefunden. Und oh mein Gott, wir glauben, oder Violet glaubt, Visier ist dead. That Solas killed her already. Leute, im letzten Buch habe ich Andarna schon so geliebt, gell? Andarna. The little baby, I love her so, so much. So, Andarna, the little baby. I love her so, so much. In diesem Buch, she is sassy, okay? She is sassy. Und ich liebe sie noch mehr, Leute. Ich bin... Ach, das Ding ist, ich kann mir in meinem Kopf nicht richtig vorstellen. Ich weiß, she's a black dragon. Aber somehow, I don't know, auch durch die ganzen Fan-Edits, bevor halt Iron Flame rauskam, haben ja alle Andarna als großen gelben oder goldenen Drachen gesehen, gell? Also ausgewachsen gelb. Jetzt ist sie aber doch nicht gelb, jetzt ist sie aber schwarz. Jetzt habe ich irgendwie, I don't know, ich habe kein richtiges Bild im Kopf. Und das Ding ist, die sind ja auch mit Cat unterwegs, okay? Und in a way, ich glaube, Cat mag Violet. Ich weiß es nicht, weil sie ist so sehr intrigued, was Violet angeht. Das Ding ist aber, that Cat is... I don't know if we like her. In den Kapitel davor, wo die auch zum Beispiel gefightet haben, ne? Also Cat und Violet, wo die am richtig fighten waren. Die waren ja... Ja, Cat challenged Violet. Die waren ja so am Kämpfen. Und I don't know what you're saying or what you're thinking. I think Violet won. Of course she won. Of course. Wie es weitergehen wird, ich weiß auch absolut nicht, was passieren wird. Und auch nach diesem Fight, die Szenen danach... Und Xadens Liebeserklärungen und so, I mean, excuse me. Aber er beweist sich in diesem Buch immer mehr als Book Boyfriend. I don't know. Aber ja, wie gesagt, ohne Witz, Andarna hat mein Herz. Andarna ist literally the cutest. Und ich liebe Sloane. Die Schwester von Liam ist ein Herz, okay? Genauso wie der Bruder. Ich kann nicht. Und ich glaube, Liam und... Nein, sorry. Sloane und Violet werden echt noch gute Freunde. Wenn Sloane irgendwas passiert in diesem Buch, gell? I will riot. I will literally riot. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Xaden kann Gedanken lesen. Ich wusste es. Absolut Schock. Okay, erstens, Navarre, ich hoffe, so spricht man es aus, ist defenseless. The ward, kaputt. Broken. Bei so, und es war niemand anderes wie Jack. Jack! Ich, natürlich! Und jetzt habe ich erfahren, dass Nolan tried to mend him back into human form, weil er ist einfach, Jack turned Venom. Jack ist einfach ein Venom geworden. Within the words. Ich bin gerade bei den letzten 20 Seiten angekommen. And there is so much happening. Leute, ich habe nicht mal Zeit, irgendwas zu markieren. Ich bin einfach nur... I need to know quicker. I need to know now. I need to know everything. Sawyer lost a leg. Ist ziemlich schwer verletzt. I don't even know. Violet hat gerade erfahren von Jacinia, dass es 7, also 7 sind. 7 Drachen. Aber, I don't know what she means by that. Es gibt nur 6 Arten von Drachen. Wer oder was ist der 7? Und dann schreibt sie jetzt, also sagt jetzt auch am Ende von dieser Seite, dass sie ihren Guard, also muss sie oben lassen, in ihren Kopf. Weil, I'm the one holding what might be the ultimate secret. Und vor allem, dieses...
dieser eine Venom, der Cat angegriffen hat, und Violet dann zu Hilfe gekommen ist. I don't know. Er meinte auch so, dass Violet diejenige ist, die er will. Wer ist er? Who's coming? Und dann sagt dieser Venom, oder halt das Mädel Venom, wie auch immer auch, you'll be so much fun for him to wield. What do you mean? He is going to wield Violet as a weapon? Because she is the strongest rider. Was? Stop, I'm going to cry. Einfach nur wegen dem Quote von 64. What? Liam Myrie to Sloane Myrie. You're going to love Violet. She's smart and stubborn. Reminds me a lot of you, actually. You just have to remember when you meet her. She's not her mother. Warum konnten die nicht Liam zurückbringen? Warum Jack? Why Jack? Oh mein Gott, ich hätte noch 18 Seiten. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Ich habe es irgendwie schon so mir gedacht, aber... Oh mein Gott, I'm gonna cry, Adana. If you didn't figure it out, you weren't worthy of knowing. Oh mein Gott. Was ist los mit Xaden? Halt deine Fresse. There's no way. What, was? What do you mean, turn? It's the only way to save her. No, fuck this. What? No, there's no way. What? I think I'm officially done with this whole series. Was ist das für ein Ende? Okay, they won. She lost her mom. They got the words back up. And now what? Why? Why is Xaden turning into a Venom? Ich dachte, Jack wäre tot. Oh no. Die haben den ja wieder weggesperrt oder so, gell? Why? Literally. Aber dann, okay, warte. Da steht's nicht ganz genau. Da steht nicht haargenau, dass er in ein... Das Einzige, was da steht, ist... I'd rather die than become one of you. Und dann sagt Jack, and yet you just did. Okay. I'm literally not okay right now. Weil was? Im vorherigen Kapitel sagt er ja, I killed him. Snapped whatever tether he had on me and killed him. His body fell to the ravine. And now I keep watching the river like it's going to pop back up. And even though I... Blablabla, no, he's miles downstream by now. Ist nicht. I know to keep her safe, aber I thought she's already safe. Oh, da war das alles, bevor sie das getan hat. Ich weiß nicht. Ist halt eigentlich nur, dass die jetzt nicht haargenau reingeschrieben haben, dass so Xaden turns into a Venom. Wir wissen jetzt, Jack war ein Venom. Somehow. Und alles, was er hat gesagt, also Xaden meinte zu ihm, I'd rather die than become one of you. Und dann sagt Jack, and yet you just did. All this time you've been convincing everyone you're the hero and now you'll be the villain, especially in her story.
Welcome to our fucked up family. Guess we're brothers now. No! Was auch eine Riesenhoffnung ist, dass Xehanort kein Venom ist, ist, weil er sagt, I'd rather die than become one of you. Means he's not a Venom yet. I'm gonna hold on to that hope. I will hold on to that hope. No. There is no way. There is literally no way. Es ist nicht gerade wenig Zeit vergangen, seitdem ich Iron Flame zu Ende gelesen habe. Und ich sage euch ehrlich, es gab so gut wie keinen Tag, wo ich nicht an das Ende denken musste. Und was alles, also an die ganzen Theorien in meinem Kopf denken musste. Vor allem, wenn ich so... Am 1. Dezember kam ja Iron Flame auf Deutsch raus und meine For You-Page hat nochmal komplett, also auf TikTok und auch auf Instagram, komplett nochmal angefangen mit allen Iron Flame-Videos. Und das hat nochmal wirklich alle Theorien, die ich in meinem Kopf habe, aufgeworfen. Und Leute, ich habe so viele Theorien. Oh my gosh. Also das Buch, die Autorin, unglaubliche Arbeit. Ich bin und war nie wirklich ein riesengroßer Fantasy-Reader. Okay, vielleicht als Kind so, das magische Baumhaus und so, klar. Aber nicht so, nicht auf so einem Level. Und das habe ich auch schon bei Fourth Thing, beim ersten Buch gesagt gehabt, so wie überragend das Buch einfach geschrieben wurde. Und das World-Building und the World, ich kann nicht mehr sprechen, World and Word. Also Welt und Wort. Building. Unglaublich, Leute. Einfach unglaublich. Und ich habe es, genauso wie Fourth Ring, absolut geliebt. Und es ist ebenfalls auf 5 out of 5 Star Read. Es ist... Die Leute... Ich habe geheult. Ihr habt das ja alles gesehen. Ihr habt das literally alles gesehen. Ich habe geheult. Ich war happy. Ich war traurig. Ich war aggressiv. Ich war überrascht. Ich war schockiert. Es gab wirklich... I was literally living through every emotion there is. Genauso wie beim ersten Buch. Und das machen für mich richtig gute Bücher auch aus. Vor allem, wenn ich nach dem Lesen noch Tage, Wochen, Monate lang darüber nachdenke. Das bedeutet für mich, es war ein unglaublich gutes Buch, weil die Geschichte einen halt packt, die fesselt einen und nimmt einen halt wirklich auch mit. Und... Die Autorin hat mit dem Ende dieses Buches einfach, es sollen ja insgesamt 5 Bücher werden, das heißt 3 kommen noch. Und ich sage euch ehrlich, wir werden bodenlos lange warten, aber das lohnt sich. Es wird sich 100%ig lohnen, weil sie mit dem Ende so viele Möglichkeiten geschaffen hat, diese 3 Bücher voll zu packen mit den krassesten Plots und Twists, die es jemals geben wird. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Theorien, wirklich unglaublich viele Theorien. Von, dass Andarna, also erstens, Violet hat nicht, also nicht 2 Drachen. Tyrion und Andarna haben Violet, ausgerechnet Violet, nicht umsonst, nicht einfach so gebondet, okay? There's way more going on, way, way more. Vor allem Andarna, wie wir jetzt in, ich liebe sie, mein ganzes Herz, wie wir jetzt mitbekommen haben, ich wusste von Anfang an, Andarna is something special. Ich wusste es. Ich habe das auch safe schon im Fourth Wing Vlog gesagt. Andarna, da wird was Großes auf uns zukommen. Und ich hatte absolut recht, Leute. Und Andarna hat auch selber gesagt, sie hat ja wirklich Jahrhunderte, glaube ich, gewartet. Irgendwie sowas war es. Bis Violet kam. Bis Violet ready war zu bonden. Und erst dann. Und wie lange hat Tyrion gewartet? Nach seinem letzten Mate? No, not Mate. Human, whatever. Bis er wieder bondet. Und die haben beide Violet ausgewählt. Das alleine ist so was Großes. Ich bin so gespannt, was auf uns zukommen wird. Und ich glaube auch, es ist nicht was Zufälliges, sage ich jetzt mal, dass Tyrion Violet Silver One nennt.
Und dass sie auch schon graue Haare hat, also teilweise graue Haare hat, das ist auch nicht einfach so. There's something way more coming, y'all. Ich bin so ready für die nächsten Teile. Ihr versteht nicht. Es war so thrilling und spannend und ach, einfach wirklich perfekt. Und diese ganzen Szenen mit Liam, they brought back Liam in her mind. Literally. Und ich glaube, ich sag euch ehrlich, er hat, also sie hat Liam nicht halluziniert oder sowas. No. Violet hat genauso, wie sie zwei Drachen hat, zwei Signets. Hundertprozentig hat sie. Und ich sag euch ehrlich, the fact, dass Andana Zeit stoppen konnte. Und in dem Buch wird im ersten Teil, so wie jetzt im zweiten, wird sehr, sehr oft gesagt, dass Zeitmanipulation eine sehr, sehr große, ein sehr, sehr großes Ding ist. Ich kann das nur auf Englisch wiedergeben, aber ich versuche gerade, das auf Deutsch wiederzugeben. Ein sehr, sehr großes Ding ist, wie man den Tod manipulieren kann, okay? Wie man dem aus dem Weg gehen kann, wenn man Zeit nicht manipulieren, sondern Zeit beherrscht. Zeit stoppen, etc. Und das konnte ja Violet durch Andana oder halt Andana, nein, Andana konnte das so. Weil das ja schon mit dem Tod und dem Tod sozusagen, ich weiß nicht, ausweichen in a way zu tun hat, okay? Also wirklich die Manipulation von dem. Glaube ich sehr stark, dass dadurch Violet entweder mit den Toten Kontakt aufnehmen kann, mit denen sprechen, die sehen, alles kann. Und das ist, glaube ich, auch safe. Das kann sie auch bestimmt nur mit den Leuten, die noch, von denen nicht alles verbrannt wurde, als sie gestorben sind. Liam, die Briefe, ihr Vater, ihr Vater wird zurückkommen. Beziehungsweise sie wird mit ihm sprechen können. Oder ihn, ich weiß nicht, wie auch, was auch immer ihr Signet sein wird, das zweite. Deswegen, ich glaube, sie wird entweder die Toten sehen und sprechen und so können. She's going to be able to resurrect them. Versteht ihr, was ich meine? Kann sehr gut sein. Kann sehr, sehr gut sein. Weil Andana ist da die, das, wie heißt das? Das seltenste Drachenbreed und damit auch das stärkste. Der stärkste. Die stärkste? Der Breed? Ihr wisst, was ich meine. Und da bin ich so gespannt, was auf uns zukommen wird. Und the whole thing. Leute, ich habe so viele Theorien. Ich glaube, ich muss wirklich ein einzelnes Video machen mit den ganzen Theorien. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, because I will do it. Ich habe so viel zu sagen und ich habe so unglaublich viele Theorien über das gesamte Buch. Okay, über jedes einzelne Kapitel. Die Mom, the Dad, die Geschwister von Violet. Violet an sich. Xaden. Und Jack, oh my gosh, und Jack. Ich habe so unglaublich viele Theorien. Aber ich glaube, dieses Video geht schon zu lange, um jetzt wirklich alle Theorien hier aufzusagen. Ich glaube, ich mache das irgendwie teilweise hier. Und dann auch noch teilweise auf TikTok, dass ich eine Menge Theorien auf TikTok hochlade. Weil es gibt ein paar Theorien, die für mich nicht oft genug angesprochen wurden. Und ich habe das Gefühl, es gab auch so ein paar Szenen in dem Buch, wo ich wirklich glaube, über die wird nicht genug gesprochen. Und ich glaube, viele haben das einfach nicht gecheckt, was da abging in diesen Situationen. Und die möchte ich auch doch einmal komplett einmal aufklären und aufdecken für uns alle. Weil das sind so Szenen, wie gesagt, darüber wird für mich nicht oft genug gesprochen. Und Freunde, deswegen glaube ich, ich mache jetzt hier Schluss. Und ich habe es unglaublich geliebt. Ich habe es so, so sehr geliebt. Wie gesagt, die nächsten Bücher werden uns alle zerreißen, wirklich. Ich habe wirklich das Gefühl, Rebecca Yarros is going to put up something really, really big. Und diese Bücher sind mit Abstand die krassesten Bücher, was Fantasy und alles in die Richtung geht, die ich jemals gelesen habe. Und das geht sehr, sehr vielen ja von uns so. Ich meine, das sind Jahreshighlights von wirklich Millionen. Und die Bücher wurden wie oft, die gibt es in jeder Sprache. In jeder Sprache gibt es Fourth Wing, Iron Flame. Und by the way, die Reihe ist einfach der Empyrean Series. Für mich ist die Serie Fourth Wing.
Auf jeden Fall, Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich ein komplettes Iron Flame oder Fourth Wing oder The Empyrean Series Theories machen soll. Ich glaube, ich mache das so oder so, Leute. Ich sage euch ehrlich, ich habe so viel zu sagen. Ihr bekommt, ja, ich weiß, Leute, ihr habt einfach vom letzten Clip bis jetzt neues Bücherregal. Aber ihr bekommt auch natürlich die Bücherregal-Tour. Und Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, zu welchen Büchern ich noch Reading-Vlogs abdrehen soll, because ich habe so Bock darauf. Es macht ehrlich Spaß. Es ist anstrengend, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Und dann, Leute, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr Iron Flame gelesen habt, weil... Ja, safe, wenn ihr das guckt, das ist ja voll mit Spoilern. Sorry. Leute, I love you guys und hoffentlich bis nächste Woche. I love you guys. Bye!